Na ihr, willkommen bei Baphomets Fluch, Folge 17. In der letzten Folge sind wir hier in Syrien angekommen und haben mit dem geilen Drain geredet, der mit dem gelben Hemd und den geilen orangenen Socken und den Badelatschen. Der war ein bisschen komisch. Und jetzt wollen wir mit seiner Frau reden, der Pearl, die da hinten so viel quasselt mit dem Marktstand-Typen. Mal gucken, was wir so erfahren. Von der Pearl. Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin George. Ich habe eben... Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe... Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl, ich habe... Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herzchen. Okay, die möchte uns, die ist sehr rätselig. Aber hat eine geile Brille. Also, ich kriege demnächst auch eine neue Brille. Also, die muss mindestens genauso schön sein wie diese. Also. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas Anderes. Ja. Ach, es fällt mir nicht mehr ein. Dingensbummens. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und? Waren meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. Purdy Baby. Ich habe mit Ihrem Mann geredet, Duane. Oh, ja, er erzählte mir, dass er eine Firma für Glückwunschkarten leitet und dass Sie die Gedichte dafür schreiben. Oh, ja, natürlich. Ich bin der Künstler in der Familie. Sagen Sie mir, George, möchten Sie eins meiner Gedichte lesen? Oh, nein. Bitte nicht. Aber wenn wir das nicht machen, sie soll uns ja helfen irgendwie. Oh, okay. Oh, ja, nein. Schießen Sie los. Bereue ich jetzt schon. Okay, Liebling. Jetzt geht's los. Unser Mitleid in diesen Tagen, wenn das Herzelein dir zerspringt. Ich mag das mit dem Herzelein. Das hat Stil, nicht wahr? Wir kennen den Kummer. Du musst ihn ertragen, da dein Schnauzer gebissen ward. Von einer Schlange. Hä? Ach, das berührt mich jedes Mal. Was meinen Sie, George? Es ist für ganz spezielle Fälle. Ja. Meinen Sie? Davon verkaufen wir recht viel, Liebes. Okay, ich glaube, die hat sich heute Morgen mit dem Hammer die Haare gekämmt. Was war das denn für ein Gedicht? Schnauzer, Schlange. Was? Erzählen Sie mir etwas von sich, Pearl. Von mir? Ach, das Interesse eines Gentlemans ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio. Akron? Schmuck? Klein? Er hat doch Cleveland gesagt, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Sie sagten, Ihre Firma sei in Akron? Und Duane sagte, sie sei in Cleveland, ganz sicher. Nun ja, hat er. Duane war in der Marine, in Vietnam, verstehen Sie? Wie auch immer, er hat eine Störung. Das Problem ist, er bringt Dinge durcheinander. Wir sind vor 5 Jahren aus Cleveland weggezogen. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Er wird doch etwas paranoid. Er denkt, er ist ein Spion oder so etwas. Es tut mir leid, Pearl. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, George. Wir können damit leben. Dagegen gibt's Pillen. Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen. Sein Name ist Mio, wissen Sie? Ach, er ist so süß. Ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann. Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Das ist aber illegal, Pearl, einfach einen Minderjährigen zu verschnüren und mitzunehmen. Aber davon mal ab, Leute, wie geil ist das denn? Wie geil ist das Wort Nippeskram, oder? Nippeskram. Hey, geil. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Super. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. Haben Sie den gesehen? Haben Sie den Mann schon einmal gesehen? Nein. Ein Freund von Ihnen? Nein, nicht wirklich.
Sowas von gar nicht. Na gut, dann haben wir Pearl jetzt auch erstmal. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ja, klar, du musst mir ja noch sagen, wo du die geile Brille her hast. Ich will auch so eine. Eine Brille für die Pearl. Möchte ich haben. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Also wenn du da was von isst, was ist das? Ist das so eine Fusselrolle? Was ist eine Fusselrolle? Hallo, wie heißen Sie, Sir? Hallo, Sie kaufen Kebab? Ganz gut. Er hat aber auch ein vertrauenswürdiges Gesicht. Was halten Sie davon? Sie kaufen Kebab? Kam zu den. Okay, der versteht. Wir gehen. Na dann, der auf versteht Wiedersehen. Nicht. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Ja. Ich auch ganz gut. Ich mache ihn lieber lang. Wer bist du denn? Vertrauenswürdiger, aussehender Mann. Muruba! Hallo, Sir! Ja, dem würde ich meine Kinder anvertrauen, wenn ich welche hätte. Leute, guck mal. Guckt mal. Das sieht genauso aus, oder? Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Gib mir, Alamut. Alamut, gib mir. Aha. Sesam, öffne dich. So, guten Tag. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichste aller möglichen Freunde. Hä? Kennen wir uns, Mister? Nein. Und abermals sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Ja, ich bin ein Reiser. Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer. Jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Marit noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke, wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Vielen Dank, Ultar. Bist ja ein ganz netter. So, Ultar. Dann quatschen wir mal mit dem hier. Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Was ist denn da? Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Bindchen festgemacht? Was? Oder was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen sorry, aber er nix sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nix Zunge. Oh. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen. Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Ich will gar nicht wissen, was der andere verloren hat. Der kann wahrscheinlich ein paar Oktaven höher singen. Ist doch nicht. Was hat der denn hier? Ich habe seit meinem 12. Lebensjahr nicht mehr das Verlangen gehabt zu spucken. Spucknapf, ne? Die Außenseite des verzierten Spucknapfes ist wunderschön. Im Gegensatz zur Innenseite. Gott. Dann reden wir mal mit Ultar. Der scheint ja hier den Laden zu führen, wenn der andere da nichts sagt hinter dem Tresen. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Hi, Ultar. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja. Höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr. Pi mal Daumen. Was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig. Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann ich schätze Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Ja, also jeder, der hier wohnt, weiß, was das hier für ein Club ist. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch.
und er lachen. Naja. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf, wenn du stillhalten lange genug dafür. Oha. Reichlich lustig. Ja, ja? Total. Du wolltest dem Kind den Kopf spalten. Sie sollten ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Witziger Junge. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Ein netter Kerl. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Gott. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Ozymandias. Leute, einmal googeln, ein geiles Gedicht. Müsst ihr euch reinziehen. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Nochmal. Wer hat das Bob in die Bebop-Schuh-Bob gepackt? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Oh. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Oh, ja, Scheiße. Fragen, viele Fragen. Wie misst er Sie? Wonach hat er gefragt? Er Fragen von Amerikaner namens Stubby. Oh Stubbin? Nein, der kennt unseren ja, Namen. Ja, Stubber. Scheiße, der ist hinter uns her. Sie kennen? Hey, aber Moment mal. Der Killer kennt meinen Namen. Woher wusste der, dass wir hier hin sind? Er Fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen Klausner. Des zu erinnern, Klausner. Den die Verschwörung in Syrien verloren hat. Ich Klobner, war oder? Der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 60. Wann war 10 das? Meilen? Nein, vielleicht 60. Oh, vielleicht Woche her. Wir müssen nach Bull's Head. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch, oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Wo bekomme ich denn sowas oh, her? Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Okay. Und Ultar sein meist ist genauso drauf wie ich, der Georgie. Führer auf weite und breite Gegend. In jeder Richtung. Was für ein Glück ich habe. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? George, du bist mein bester Freund. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Du kannst meine Gedanken zunächst lesen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee-Dollar. Mit 50 bitte. Schleifen? 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, wieso höchst nicht? Unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen Moment. Auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Moment mal. Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer-Doktor. Mit den Auspuff? Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. Oh, unglückseliger Amerikaner. Okay, Moment mal. Zurückspulen. Stopp. Auf Stopp drücken und Play. Wieso hat Georgie keine 50 Schleifen dabei? Ist der ohne Kohle nach Syrien geflogen oder was? Der muss das Ticket bezahlt haben. Der muss doch irgendwie
Der muss doch hier auch leben. Hat der gedacht, der ist innerhalb von ein paar Stunden wieder zu Hause oder was? Dann muss er was essen oder irgendwo pennen oder was trinken. Georgie. Naja, ich habe immer noch kein Bargeld, weder amerikanisches noch sonstiges. Oh, höchst extrem unerfreulich. Die Genüsse des Bullshead Hill müssen so warten, ich verfürchten. Na toll. Naja, ich habe immer noch kein... Oh, er sagt dasselbe, okay, ja gut. Wir sehen uns noch, Ulta. Müssen wir 50 Möge Schleifen besorgen. Möge gutes Glück Ihnen folgen, all überhin, Mister. Du bist überaus nett und freundlich, bis auf, dass du 60 Schleifen haben willst, du Arschloch. Selbst wenn ich spucken wollte, mein Mund ist viel zu trocken dazu. Ja, du hast nämlich keine Kohle, was Der zu trinken. Der Spucknapf ist fast voll. Was verkaufen die hier eigentlich? Getränke oder Saft zum Abhusten? Ja. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Wieso? Du lesen Schild, Kumpelchen. Okay, lesen wir Schild. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Natürlich. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. Jetzt muss ich mit Ulta nochmal reden. Der macht immer so geile, lange Monologe. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen. Möchte ich eigentlich nur fragen, ob du mir sagen kannst, was auf dem Schild steht. Danke. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Oh, ah ja, und was heißt das? Manager kaufen wunderschönen neuen Toilettenbürste. Oh nein. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Ja. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Ist doch nicht die einzige Toilette hier in Syrien, oder? Nein. Ultar benutzen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du den Eimer pisst hier. Ein Moment mal, Ultar. Ich habe gutes Glück Ihnen folgen, all überhin, Mister. Ich habe eine leise Vorahnung, die schauerlich ist. Ist das die Klobürste? Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Es ist die Klobürste. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Es ist die Klobürste. Oh mein Gott. Also wenn hier einer was davon isst, ne? Der fällt wahrscheinlich tot um am nächsten Tag. So, mein lieber Junge. Du bist uns ja noch gefallen, schuldig für den roten Ball. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Und uns die Klobürste. Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arthur, ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ist er auch nie. Tag aus, Tag ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer, die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja, die brauchen wir. Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen, vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Ja, du willst den Ball, wissen wir. Hier ist doch nicht die Börse. Oder? Nun, wenn Sie unhöflich werden... Nein, du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie etwas haben, das meine Langeweile Den roten will. Ball. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Wie viel Umschreibung erkennst du? Den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Ja, du kannst den Ball haben, aber ich brauche also die Klobürste. Also gut, hier ist er. Danke, Sir.
Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Also. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Agel Kalb. Il Agel Kalb? Il Agel Kalb. Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte heißt in sein Tag. Heißt das, ich liebe dich oder was? Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. I love you. Was weißt du über das Paar? I love you, Kebabmann. Oh, sie sind Amerikaner. Ist das alles? Der Bursche ist etwas merkwürdig und seine Frau... Beide einen am Brett. Es ist komisch, aber ich glaube, sie ist wesentlich klüger, als sie zugibt. Ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Oh, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Ja. Genauso ist sein Arabisch. Okay, er kann überhaupt nicht reden. Ich will nur mal, Neo, ich will dir nur mal erzählen, die Pearl wollte dich verschnüren und mitnehmen. Also, die wollte hier Kindesentführung machen. Vom Allerfeinsten. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Ja, bleibt ja nicht mehr viel über, wenn sie keine freundliche ist. Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Kipling? Absolut unabhängig. Gerade Kipling und sie zitiert. Stinkt. Ja, stinken tut sie auch. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum... Leo. Und schauen Sie, Sir. Kebab-Typen und sagen ihnen, dass wir ihn gern haben. Dass er eine wunderbare Arbeit macht, Il Agel Kalb. Oder was auch immer das heißen soll. Ich werde ihn vorher fragen, was das heißt. Aber so kriegen wir die Klobürste, also ist das egal, Hallo? Was das heißt. Kebab? Hm, ja. Ja. Pass mal auf. Il Agel Kalb? Oh, dreckig. Oh. Schlecht. Schlecht. Oh, ich töte dich. Bitte? Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Los, weg hier. Ist der mit dem Messer hinter uns her? Ah, kommt der jetzt? Hallo? Hallo, Kebabmann. Dönermann wollte ich schon sagen. Kebab? Oh, jetzt guckt er ganz traurig. Guck mal. Wie klug ist das denn? Der kleine Drecksack, das heißt was ganz Böses. Der kleine Drecksack hat uns gesagt, wir sollen was Böses sagen. Hat uns gesagt, wir sollen das sagen. Und das ist eigentlich was Böses. Und er hat die Klobürste jetzt eingesackt. Hundertprozentig. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nur mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. So. Ich kann nicht glauben, dass du dich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Arsch will ich dir versuchen. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Ja. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. So. Oh, erspar mir das. Komm, wir hauen ab hier, George. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und schaut sie, Sir. So verarscht. Komm. Wir bringen jetzt die Klobürste nach Hause. Komm. Dwayne, deine Socken sind der Hammer. Ich will auch so welche. Ich möchte die Brille von deiner alten und die Socken von dir. Also, ähnliche, nicht die gleichen. Das will ich mir hier antun. Er weiß, was er an der Füße hat. So. Typ ohne Zunge. Hier, Klobürste, bitte. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Dankeschön. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Whatever. So, jetzt können wir hier rein. Ab ins Klo.
Da muss ja jetzt ein richtiger Schatz drin sein, wenn wir hier jetzt, ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Was ist das denn hier? Abtrocknen, oder? Kann man das irgendwie öffnen oder sowas? Oder kaputt machen? Okay, cool. Ja, sauber. Jetzt haben wir ein Handtuch. Oder was das ist. Ein Stück von einem groben, grauen Handtuch aus der Toilette des Club Alamut. Schön, kann man vielleicht irgendwie was mit abreiben, wenn es so rau ist. Ja, hier können wir in der Toilette. Die haben ja so ich komische Toiletten da, ne? Wo man getrunken so, und ich muss nicht auf den Top. Wo man sich so hinhocken und muss. Ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Komm, wir ziehen mal ab. Okay, wir ziehen was. Ups. Wir haben wirklich was abgezogen. Können wir hier noch machen? Haben wir zwar noch zwei neue Items, die mir aber nicht klar sind, wohin, was wir damit machen sollen. Kann man irgendwie nicht verbinden oder so? Vielleicht sowas? Doch nicht. Toll. Zwei neue Items, wissen aber nicht, was wir damit machen sollen. Wir haben immer noch keine 50 Schleifen für Lacke Kalb, mein Freund. So. Das ist immer noch ganz traurig. Was können wir jetzt machen? Er spielt mit dem Ball. Den Vater rufen, aber der sagt ja auch nichts zu uns, ne? Ein Moment. Habt ihr das gerade gesehen? Der Ball knallt gegen dieses Ding. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Moment mal, da war doch die Katze. Muss ich das jetzt alles auf einmal machen? Bringt da hoch. So. Jetzt den Typen rufen. Der Ball knallt dagegen und... Ding dann und die Katze hat keinen Bock und schmeißt die Statue runter. Und die können wir jetzt klauen, wa? Na also. Und die verkaufen wir jetzt für 50 Schleifen. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Scheiße, können wir die vielleicht abreiben mit dem rauen? Vielleicht doch nicht. Gips wieder neu machen? Vielleicht doch nicht. Ja. Damit abreiben erstmal. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Nee, nice. Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ding können wir jetzt bestimmt Pearl verticken. Die wollte da was gesucht, was Altes. Ja, nice. 50 Schleifen, Pearl, bitte. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt Duane. Ihr dafür. Dann bezahlt Wenn er Duane. Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Ich möchte... Okay, Drain. Ich muss jetzt gehen. Was, Drain? War mir ein Vergnügen, George. So. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ja, ich habe das schon ein Jahr gesagt. Ich muss wissen, wo die Brille her hat. Das habe ich ja schon mal gesagt. So. Dwayne, deine Frau möchte das antike Stück kaufen. Das wir gar Hallo, nicht Dwayne. Irgendwie. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Wir haben nichts dran rumgemacht. Das ist original. Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Das 50 ist der Fund Schleifen. Des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Ja, nehmen Sie wir. Es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Das haben wir dir aber ganz schön abgezogen, die Tobis. Danke für hier. Das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. So, jetzt können wir... Okay, bis bald, dem, Twain. Worauf Sie sich verlassen können, George. Ultra 50 Schleifen geben, der fährt uns dann zur Bullhead. Und da müsste Klausner irgendwo sein. Ich hoffe, dass Kahn nicht da ist. Weil dann haben wir echt ein Problem, wenn Kahn da ist. Aber Leute, das sehen wir erst die nächste Folge. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir Kommentare und Likes da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen.
Und ein Abo wäre auch nicht schlecht, weil dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und ihr wisst ja, ne? Den Kopf nicht hängen lassen und bleibt gesund. Ganz wichtig. Bye, bye.